Christoph hat gesagt, du musst auf jeden Fall ins Krankenhaus. Oh, shit! Ich glaube, ich brauche einen Krankenwagen. Yes! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Herzlich willkommen in meinem wunderschönen Hotelzimmer. Ich habe mir richtig einen gegönnt, Leute. Ist aber gar nicht das Thema. Das Video, was ihr heute anguckt, ist ein bisschen was anderes als das, was ihr normalerweise zu sehen bekommt, weil normalerweise melde ich mich nicht aus meinem Hotelzimmer. Aber es hat eine ganz besondere Bewandtnis. Und zwar haben ganz, ganz viele Leute gefragt auf Insta, auf Facebook und sonst auch überall, sag mal, Matthias, was ist mit deinem Auge passiert? Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz, ganz close. Ich weiß nicht, wie das aussieht und wie das so wirkt und ob das eklig ist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut drauf ist. Also ich habe hier unten so eine Platzwunde und die, aua, und die ist mit 5 Stichen genäht worden. Genau. Und wie es dazu gekommen ist, das möchte ich euch jetzt gerne mal erzählen. Nein, ich hatte keine Schlägerei auf der Wiesn. Ich bin ein sehr, sehr friedvoller Mensch. Ich bin auch nicht vom Niki geschlagen oder so von sonst irgendwem. Es ist tatsächlich auf dem Dreh passiert und das ist eigentlich sehr, sehr lustig, vor allen Dingen für euch, aber für mich jetzt mittlerweile auch. Ist jetzt fast eine Woche her und der Grund, warum ich das hier aus diesem wunderschönen Hotelzimmer mache, ist ein ganz einfacher, weil ich morgen früh die Fäden gezogen bekomme. Morgen ist dann hoffentlich wieder einigermaßen alles in Ordnung. Der Arzt hat schon gesagt, ich muss cremen, damit das irgendwie wieder abheilt. Und ja, ich schneide euch da mal ganz kurz rein hier. Dieser Dreh war für VWR. Den Videolink packe ich euch hier unten in die Beschreibung. Könnt ihr dann draufklicken danach und euch das angucken. Es ist sehr, sehr lustig geworden und es gibt sehr, sehr viel Blut auch zu sehen. Ja, war ein Dreh mit Benny Leuchter. Wir hatten diverse Challenges. Wir waren auf dem Bilsterberg. Und wir hatten ein Rennen mitten am Tag auf dem Bilster Berg, wo es darum ging, Autos vorwärts und rückwärts zu bewegen. Und dafür hatte jeder von uns 2 Fahrzeuge. Das Ding ist, wenn du ein Rennen fährst mit 2 Autos, dann musst du ja vom einen in das andere umsteigen. Und dabei hat sich das hier zugetragen. Ich könnte mich heute noch so dermaßen darüber aufregen, dass ich das so gemacht habe, weil es einfach dumm war. Es war richtig, richtig blöd von mir, das so zu machen. Und zwar war es halt beim Umsteigen, ne? Das eine, ich muss dir vorstellen, das eine Auto steht hier, das andere steht da. Und ich bin von dem einen Auto gerannt, die Tür zugeknallt, aber hier dran gezogen. Was machst du da normalerweise? Du ziehst die Tür auf und bewegst deinen Körper gleichzeitig rückwärts weg von der Tür, damit die Tür dich nicht trifft. Wenn du das sehr schnell machst, ich weiß nicht, warum ich es so gemacht habe. Kompletter Blackout eigentlich. Ich ziehe an der Tür und ich mache einfach nur, weil ich möglichst schnell rein wollte. Ich wollte halt quasi durch die Tür durchgehen und genauso fest, da habe ich auch an der Tür gezogen. Es war ein unfassbarer Schäberer, wie der Niki sagen würde, den es da getan hat. Es war wirklich krass, bin echt gehört und ich war so richtig so, dachte so, hä, was war das denn jetzt? War aber natürlich im Rennfieber. Bin eingestiegen, habe so ganz kurz in den Rückspiegel geguckt und habe dann schon gesehen, dass hier schon das Blut runterlief. Das ist wie in Bächen da runtergelaufen. Ich dachte mir so, ah nee, ey, hoffentlich ist das nicht schlimm. Hab D reingemacht, bin den Slalom noch fertig gefahren und bin dann so ins Ziel so aus der Tür raus und so, ich glaube, ich brauche einen Krankenwagen. Und dann war mir schon komplett schummrig, war so schwindelig und so weiter und so fort. Da habe ich mich erst mal hingesetzt. Alle so, wow, ganz langsam, ganz langsam. Die Jungs und Mädels von VW waren mega cool, haben sofort gesagt, okay, Abbruch. Jetzt alles voll Safety auf Matthias. Dann kam tatsächlich der Krankenwagen, der auf dem Bilsterberg war. Und da ist eine Aufnahme entstanden, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe das so ein bisschen hochkant gefilmt mit meinem Handy. Bitte, wenn euch schlecht wird oder ihr kein Blut sehen könnt, guckt es bitte nicht an. Habt ihr abgeschaltet? Dann wollt ihr es sehen, ja? Okay, also wir reden hier über eine so lange Platzwunde. Das ist jetzt auch keine Operation am offenen Arm oder sowas. Aber ist trotzdem wirklich eklig. Also, hier sind die Bilder. Mach mich sauber. Ja. Wird das wieder, glaubst du? So. Ja. Boah, ey, das sieht schon heftig aus, ne? Ja. Müssen wir das nähen? Nee. Müssen wir nicht. Nee. Das müssen wir nicht nähen. Bist du sicher? Das ist ja schon zu. Nein, das müssen wir nicht mehr nähen. Das ist zu. Da läuft hier schon nichts mehr raus. Können wir einfach so weiterdrehen, oder? Die Jungs waren halt so relativ cool. Und haben so gesagt so, ja gut, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Haben das so getrocknet, haben das Blut abgewischt hier unten überall. Das war alles hier, lief's runter. Das ganze Hemd war voll gesifft mit Blut. Also es waren so 3, 4 Blutspritzer drauf. Aber es hat wirklich, also
als ich das im Rückspiegel gesehen habe, dachte ich, okay, shit, du, das ist jetzt wirklich heftig, ne? Genau, dann saß ich in dem Krankenwagen und haben die so ein bisschen abgetupft und geguckt, so, naja, es sieht gar nicht so schlimm aus. Das ist halt eine Platzwunde, ne? Da kann man jetzt auch nicht mehr machen. Dann hat so hin und her überlegt und dachte so, ja gut, also da unten so eine fette Narbe ist halt nicht so cool. Und dann haben die halt so gesagt, ja, nee, das passt jetzt wieder, weil die haben kurz gewartet und es hat nicht weiter geblutet. Die Stelle, die Platzwunde war so ein bisschen offen und es hat aber nicht mehr geblutet. Dann haben die so gesagt, ja, alles klar, dann, ja, dann gute Heimreise so ungefähr. Ne? Dann habe ich meinen sehr, sehr guten Freund Christoph angerufen, der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, so heißt es, glaube ich, ist. Und während ich den angerufen habe, ist mir so schwindelig geworden, so schwummrig, dass ich mich erstmal auf den Boden gesetzt und dann auch später gelegt habe. Habe dem Benny Leuchter mein Handy gegeben, habe gesagt, hier, zeig dem das alles, ich mache das Auge zu, ich kann da nicht mehr drüber nachdenken, weil dann falle ich vielleicht in Ohnmacht. Es ist wirklich so, wenn ich Blut sehe, das ist nicht cool. Genau, der Benny hat das mega genial gemacht. Der war total ruhig und hat einfach nur funktioniert. Das war wirklich sensationell und jeder Mensch auf dieser Welt kann sich wirklich glücklich schätzen, wenn er so jemanden an seiner Seite hat, der so funktioniert. Das war wirklich krass. Der hat wirklich mit dem Christoph gefacetimed und hat halt meine Wunde so gezeigt. Ne? Und dann der Christoph so, ja, ja. Und dann meinte ich so, bitte Benny, geh weg. Ich will das alles nicht hören. Ich kann das nicht hören. Und dann hat Christoph halt gesagt, du musst auf jeden Fall ins Krankenhaus, weil sonst hast du da eine mega fette Narbe. Und dann so, ja, okay. Und ich lag da so wirklich so Augen zu und habe dann so gefragt, immer, wenn einem schwindelig wird, dann fragt man den Christoph, soll man sich dann hinlegen oder lieber auf die Seite oder lieber auf den Rücken, Füße lieber hoch oder was soll man machen? Ihr wisst es wahrscheinlich, man soll die Füße hochlegen. Und das haben wir dann gemacht und dann habe ich so gesagt, ja, okay, dann müssen wir jetzt ins Krankenhaus fahren. Dann alle so, ja gut, dann müssen wir einen Krankenwagen holen. Ich so, nein, bitte nicht. Bitte kein Krankenwagen, das dauert ewig. Wenn ich mich bei Benny ins Auto setze, sind wir innerhalb von 10 Minuten im Krankenhaus in Bad Driburg. Gesagt, getan, das haben wir auch gemacht. Benny hat mich sensationell, ganz cool. Weißt du, es gibt ja Leute, die tendieren dann auch dazu, irgendwie so rumzuheizen. Und sagen, oh, es muss jetzt nochmal 20 Sekunden schneller sein ins Krankenhaus. Wäre komplett fehl am Platz gewesen und auch verboten. Das darf nur der Krankenwagen oder die Polizei. Und genau, der Benny hat mich dann gefahren. Dann sind wir angekommen im Krankenhaus. Ich so, ja, muss man hier eine Maske haben? Ja, gib mir mal bitte eine Maske. Und dann kommt erstmal dieser ganze Versicherungskram. Ging aber tatsächlich sehr, sehr schnell. Ich habe dann auch gefragt, so, ja, wie lange dauert es denn ungefähr? Ja, Sie sind eigentlich der Einzige hier, das geht jetzt schnell. Ich so, ach Gott sei Dank. Und da war ich schon wieder so relativ normal, was die Schlechtigkeit anbetrifft und die Übelkeit und so. Aber mir war immer noch, also ich wusste auch nicht, habe ich jetzt eine Gehirnerschütterung oder was? Weil die Bilder, wie ich mir die Tür dahin ballere, ne? Das ist wirklich heftig. Au! 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 Fuck! Oh, Scheiße! Oh, shit! Shit, ich bin so ein bescheuerter Idiot, ey. Also das ist schon ein krasser Impact gewesen, ne? Also, wir waren im Krankenhaus stehen geblieben. Ich lege mich hin und dann sage ich so, ja, also irgendwie wäre mir das lieb, wenn man es versorgt wird, weil ich keinen Bock habe, da so eine Narbe zu haben, ne? Und dann meinte die Krankenschwester schon so, ja, Sie sind doch auch im Fernsehen, oder? Das wird dann auch nicht so cool aussehen. Ich so, ja, genau, das wird auch nicht so cool aussehen. Dann hat sie den Doc geholt, der kam dann und meinte so, ja, was haben Sie denn gemacht? Ich so, ja, ich habe mir die Tür gegen das Gesicht geschlagen, selber. Okay, war so ein bisschen ungläubig, aber die hören natürlich da auch die krassesten Geschichten im Krankenhaus, die verrücktesten Sachen, die zur Hälfte alle nicht stimmen, aber diese Geschichte stimmt wirklich. Also auf jeden Fall hat er dann abgetupft, mit Desinfektionsmittel da so wirklich, die hat es auseinandergezogen und dann so mit Desinfektionsmittel da so rumgepult. Das tut schon weh, ne? Okay. Das hat so brutal wehgetan. Also ich bin, was das anbetrifft, auch echt filmschig. Gebe ich ganz offen zu, Schmerzen kann ich nicht so gut vertragen. Dann hat er da rumgefummelt und meinte dann so, kannst du mal bitte dein Handy weglegen? Ich muss jetzt arbeiten. Ich so, ja, okay, alles klar. Ich so, kann ich nicht ein bisschen mitfilmen? Er so, nein, deine Hände zittern.
und du kannst nicht filmen und ich will nicht, dass sie das, ich lag da ja, ne, lag da so auf dem OP-Tisch und habe so gefilmt, habe offensichtlich ein bisschen, wahrscheinlich nur ein ganz kleines bisschen, gezittert. Also auf jeden Fall habe ich dann das Handy ausgemacht und dann hat er versucht, das zu kleben mit diesen Strips irgendwie, ne? Und hat er gesagt, nee, das geht nicht, das ist zu groß. Also es war einen halben Zentimeter, klaffte die Wunde auseinander. Und dann hat er gesagt, ja, es ist sowieso, also diese Wunden, die man so zusammenklebt, die geben meistens eine krasse Narbe. Und wenn ich das perfekt nähe, dann gibt es eine ganz, ganz kleine Narbe. Und dann hast du große Chance, Matthias, dass dein Auge dann irgendwann wieder so aussieht, wie es vorher aussah. Dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann müssen wir es halt nähen. Und dann hat er dann halt, ne, lokale Betäubung, hat halt mit der Spritze da unten, könnt ihr euch so vorstellen, wenn die mit der Spritze da unten reinpieken, um das zu betäuben, Alter, das hat wehgetan. Das hat wehgetan, das war nicht mehr normal. Also auf jeden Fall hat er da natürlich nicht nur einmal reingepiekst, sondern ich glaube so 4-5 Mal oder sowas, oben und unten, damit halt beide Seiten von dieser Narbe, von dieser Wunde betäubt sind. Allein das war schon so eklig. So, und dann hat er angefangen zu nähen. Und das hatte ich halt noch nie, quasi bei Bewusstsein genäht zu werden. Du spürst das, dass da genäht wird, weil der zieht natürlich hier dran. Und dann spürst du das hier unten, weil es ist ja nur hier oben. Nur dieser kleine Bereich wurde betäubt. Ich habe das gespürt, wie der so den Faden gezogen hat und dann so Knoten rein, glaube ich, einen Knoten reingemacht. Ich habe jeden Stich gespürt. Also es hat nicht wehgetan, hat nicht gepiekst, aber ich habe jeden Stich gespürt. Boah, mir wird schon hier schummrig und mir wird sehr, sehr warm gerade. Also auf jeden Fall war es dann genäht, diese 5 Stiche da gesetzt. Und dann hat er mir hier so quer drüber, ja, hier so, oh, herrliches Licht, guck mal, ich halte mal die Lampe so ein bisschen höher. Genau da über diese Naht hat er dann so einen Klebestreifen geklebt. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er gesagt, so, ja, bist du gegen Tetanus geimpft? Ich so, boah, keine Ahnung. Er so, Schwester, Spritze holen. Nächste Spritze gekriegt. Alter, ich habe echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber absolut perfekte Versorgung. Krankenhaus Bad Driburg kann ich allerwärmstens empfehlen. Die können richtig gut nähen da. Also auf jeden Fall der Doc, der mich genäht hat, der konnte sehr, sehr gut nähen. Ja, und dann haben wir halt kurz überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Weil wir waren natürlich noch nicht fertig mit dem Dreh. Was hat der Matthias gemacht? Der hat natürlich fertig gedreht. Der alte Held. Nein, es war eine Entscheidung. Ne? Entweder kannst du das alles quasi vergessen, weil ne, bis das wieder verheilt ist, vergehen 2-3 Wochen, dann habe ich wieder keine Termine frei. Dann hätten wir im November vielleicht nachgedreht. Da sei das alles komplett anders aus. Kannst du nicht mehr hernehmen. Ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Drehtag fertig. Ich probiere das. Und wenn es nicht geht, dann brechen wir halt ab, weil der Tag war eh zum Vergessen. Und wir hatten noch 3 Stunden Zeit, glaube ich, zum Drehen. Da habe ich gesagt, okay, let's give it a try. Dann haben wir gedreht und es hat noch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt wisst ihr, wie es passiert ist. Das Wichtigste, was man daraus echt ziehen muss, ist, dass man bei jeder Bewegung, die man macht, extrem aufpassen muss. Das habe ich mir auch gedacht, weißt du? Vor ein paar Wochen bist du mit 402,87 über diese Bahn geballert und es ist nichts passiert. Und dann steige ich in ein Auto ein und ich habe eine fette Platzwunde am Auge. Also komplett bescheuert, aber so ist es halt. Die einfachen Dinge sind manchmal die gefährlichsten. Deswegen passt immer auf, was ihr macht, Leute. Meine ganz, ganz wärmste Empfehlung. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, es ist natürlich wahnsinnig krass und ein riesiges Glück, dass ich mir diese Tür nicht ins Auge gehauen habe. Weil das ist halt was, da kannst du halt nicht sagen, ja, das verheilt wieder. Wenn du auf einem Auge halt nichts mehr sehen kannst, das wäre für mich und ich glaube für euch, für ganz, ganz viele da draußen, das absolute Worst-Case-Szenario. Stellt euch vor, ihr habt nur noch Sehkraft auf einem Auge. Das wäre brutal. Genau, jetzt ist wieder alles verheilt. Morgen werden die Fäden gezogen. geile Nebenstory noch an alle Ärzte, die da draußen zugucken. Der Arzt hat gesagt, er nimmt den feinsten Faden, den er finden kann, weil dann wird die Narbe auch möglichst klein gehalten, weil wenn du das mit so einer fetten Kordel machen würdest, dann wäre es nicht so cool. Und dann hat er sich so innerlich, also nicht innerlich, sondern er hat sich dann so ein bisschen kaputt gelacht, weil er gesagt hat, und ich schneide die Fäden ganz, ganz kurz ab. Da kann sich deine Hausärztin darauf freuen, die wieder wegzumachen. Die wird sich richtig über mich ärgern und hat sich so kaputt gelacht darüber, dass meine Hausärztin dann morgen beim Fädenziehen irgendwie wahrscheinlich Probleme kriegt, weil sie keinen Anfang findet. Ne? Jo, also, das war's, Leute. Jetzt wisst ihr, warum ich so ein komisches Plötschauge hatte oder habe in manchen Videos und manchen Insta-Stories. Ich hoffe, ich sehe bald wieder normal aus. Morgen Fäden ziehen. Also, passt auf euch auf. Hab euch lieb. Euer Captain Matze.
euer Pirat Matze, euer Mike Tyson Matze. Komm noch einmal ganz nah. Hm? Mmh. Uiuiui, das ist aber lecker hier. Ui, guck mal hier. Nice things. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr, sehr früher Morgen. Und heute werden die Fäden gezogen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann nachher aussieht. So sieht es im Moment noch aus. Ich weiß immer nicht, wie ich das filmen soll. Ne? Sieht auf jeden Fall immer voll ekelhaft aus. Naja, drückt mir die Daumen. Ja, gerne abtupfen. Kann ich die Maske machen? Lass ich auf, ne? Ja, am besten ist so ein Stück vielleicht doch runterziehen, weil es ist so nah dran, ja? Mhm. Okay. Also der Arzt, der das genäht hat, der meinte... Schrecken, einmal kurz was sauber machen. Das ist blöd, das ist nah am Auge, ich bin vorsichtig. Ne, was sagt der? Oder wo? Ja, er hat sich so ein bisschen kaputt gelacht, als er das genäht hat. Weil er gesagt hat, jo, ich mach das so kurz, der Arzt, der das wieder abschneiden muss. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das schon, das sieht im Hintergrund lustig aus. Kann nicht sein, dass die Mann hier vielleicht nicht leuchten oder helfen muss. Aber wenn das so knapp ist, dann ist nicht lustig. Also hat er wirklich, er hat sich da draußen aber einen Spaß gemacht, ne? Also wenn ich ganz gemein bin, schicke ich die Patienten dann wieder zurück zu den Kollegen und sage, du machst sie selber. Habe ich auch schon gemacht. Ah. Beziehungsweise mein Vater hat das schon gebracht, weil der war so ein Typ, ne? Der so, nee, die sind so blöd gemäht, das mache ich nicht. Ne? Weil ist das jetzt wirklich so, quasi so eng da, oder? Ja, ich gucke gleich mal drauf. Warte mal. Oh Gott, jetzt kommen die... Jetzt. Ja, nee, ich muss nur das so schneiden. So. Ersten haben wir raus. Das hat jetzt so ganz leicht gepiekst. Das ist ein bisschen, muss ich natürlich ziehen. Ja, ja, klar. Das geht, das haben sie gleich geschafft. So, zweiten haben wir auch raus. Oh, es geht, muss man sagen. Ich klappe nicht alle durch. Ich werde das erst am Ende beurteilen, wie gut er das genäht hat. Er hat es gut genäht, auf jeden Fall, nur sehr eng gezogen. Ah, der war schon so. Der war schon locker hier sogar. Aber man, es ist wirklich gut gemacht, muss man sagen. Ne? Also man sieht das wirklich kaum. Hat er sich richtig viel Mühe gegeben. Mhm. Wo haben die das denn gemacht? Mhm. Haben sie gleich geschafft. So. In Bad Driburg im Krankenhaus haben die das gemacht. Ah ja. Noch eins, dann haben sie es geschafft. Ja, ist noch einer. Waren das nicht schon fünf? Ja, einer ist noch da. Jetzt ist das der letzte, die Challenge wird. Ich muss ein bisschen die Hand hier abstützen. Ja. Geschafft. So. Stellen wir mal nach. Und? Sind fünf. Doch, habe ich jetzt fünf. Perfekt. Guck einmal noch gerade drüber. Mhm. Genau, das war doch gut. Ne, super. Alles raus. Ich gehe gleich einmal noch drüber. War jetzt nicht so schlimm. Alles gut gelaufen, Leute. Geht wieder mit dem Querfahren jetzt.